Hallo und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikinger-Freunde, zu Kaltschoss, der Rache des Regengottes. Wir sind immer noch in der letzten Mission. Gut unterwegs. Unser Zeug wird gebaut. Alles wird gemacht. Und ja, wir waren dabei mit unserem Kundschafter. Hier ein bisschen die Wälder zu erkunden. Weil wir wissen schon mal, hier sind Regenkrieger. Hier am Fluss kommen wir nirgends lang. Ja, will. Ja. Ja, will. Zelt steht schon eine Weile leer, okay. Ja gut, im Augenblick ist mein Steinmetz ja mit Eisenschürfen beschäftigt. Au, 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 au. Okay, noch mehr Regenkrieger. Ja. Gut, das heißt, die Richtung können wir auch klar ignorieren. Ja, wir wissen, dass das Steinmetzzelt schon lange leer steht. Und ja, hier kommen wir auch wieder bei denen an. Nur, dass sie auf der anderen Flussseite sind. Okay, das heißt, wir ziehen uns erstmal etwas zurück, weil hier scheint auch wahrscheinlich alles voller Gegner zu sein. So, die Eisenschmelze ist fertig. Hä? Achso, ich habe das Haus ausgewählt. Okay. Gut, Steinmetzbutter unten. Jetzt wird er auch hier schon Nahrung eingelagert. Der Bierbrauer arbeitet bereits. Oh, unser Bäcker ist hungrig. Da sollte er nach Hause gehen, essen. Und unser Tempel ist fertig. Sehr gut. Pilzsammler sollte aber erstmal weiter Pilze sammeln. Ja, wie machen wir weiter? Also ja, wir können nicht sagen, ob der geheime Durchgang, den wir hier jetzt gefunden haben, ob der ein besserer Weg ist als der direkte Weg. Für den geheimen Durchgang müssen wir halt einen riesen Umweg nehmen und unsere Truppe nachher da durch den schmalen Weg bringen. Das klappt ja immer so gut mit der Wegfindung. Okay, geh eine Runde schlafen. Ja, da ich den Steinmetz brauche, um Gold zu tauschen. Und du jetzt schon genug Holzwerkzeuge gemacht hast. Hack bitte wieder Holz, das ist ja furchtbar. Du bist doch beim Jagen, okay. Ich habe hier, glaube ich, irgendwo einen hungrigen Soldaten. Ja.
Ja, das Holzfällerzelt steht jetzt nicht mehr leer. Oh, und ich sollte meinen Pilz aber natürlich auch hier reinpacken. So, ist mal den Jäger ein bisschen leer. Leder könnten wir, glaube ich, auch hier eintauschen, gell? Ja, Leder gegen Weizen. In allem größten Notfällen. So, jetzt wird wieder Holz gemacht, das ist gut. Holz wird nämlich eigentlich hier oben gebraucht. Das heißt, ich kann mir einen meiner Bauarbeiter schnappen. Und den erstmal zum Händler machen. Okay, das nächste, was wir schon mal bauen könnten. Das kriegt auch einer alleine hin. Und es reicht, wenn sie hier gebaut wird, ist die Speermacherei. Da macht unser Holzfäller nämlich Speere. Und dann reißen wir sie ab. Und bauen auch noch eine Bogenschützenwerkstatt dahin. Oder wir bauen sie hier oben hin. Mal gucken. Ja, nebenbei eine Schäferhütte könnten wir auch gleich bauen. Hierhin ungefähr. Du bist erfahren und kannst trainiert werden, dann trainier. Und ganz ehrlich, wenn du schon hier rumfahren bist, dann mach auch da mal die Nahrung voll. Oh, wir haben viele Leute, die trainiert werden können. So. Jo, du lieferst Nahrung nach da oben. Ach, ganz ehrlich, da du jetzt Eisen Überschuss schaffst, machst du jetzt mal Steine wieder.
Naja, zum Glück sind hier sehr viele Steine. So, dort gibt es halt hier oben noch ein Steinbetzzelt, aber Steine kriegen wir mehr als genug. Und ja, man hat schon angefangen, hier Nahrung einzulagern, auch gut. So, was ist fertig? Die Speermacherei. Unser Müller kann trainiert werden. Gut. Schuhe werden mal wieder Mangelware. So, du bist erwachsen, das heißt, du kannst Eisenschürfer werden. Eisenschürfer, so. Oh, ja, du hier. Hol dir noch einen Happen und dann müssen wir dich wieder in den Süden kriegen. Ja, will. Jo. Gut, Halgard ist nun erwachsen. Eisenspelze steht schon lange leer. Das ändert sich jetzt aber gleich. So, du erstmal nach hier. Wobei erstmal zu denen, dann kannst du nämlich dort ein was? Was macht die Wegfindung jetzt schon wieder? Yo. Geh erstmal nach da. Ja, will. Nein. Aus. Jo. Jo. Also die Wegfindung des Spiels ist manchmal schrecklich. So, Schäferhütte ist fertig. Wie sieht's hier unten mit dem Schuster aus? Der macht noch ein paar Schuhe. Stein kommt rein. Nahrung wird ordentlich abgezwackt von hier unten. Und wir stellen den ersten Eisen her. Yay.